Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich kann euch heute etwas ganz Besonderes verkünden. Ich bin seit letzter Woche Teil der Mantis Guild von Assassin's Creed Valhalla und was das eigentlich für eine Gruppe ist und was das für Vorteile bringt, gerade für euch auch, das erfahrt ihr heute. Ich bin ein Mitglied der Mantis Guild. Doch was bedeutet das eigentlich? Die Menschen in der Mantis Guild sind fantastische Menschen, die sich in Assassin's Creed Valhalla engagieren. Sei es jetzt wie ich zum Beispiel über den Lore-Content, den ich bringe, über die News, die ich bringe, aber vor allem auch den Fokus auf den Lore-Content oder Cosplayer, die extrem krasse, schöne Kostüme kreieren für sich selbst oder Personen, die sich in Foren engagieren und dort so eine Art ja, Experte sind in den Foren. Und das ist die Mantis Guild. Das sind wirklich Menschen, die wirklich Assassin's Creed Valhalla und auch Assassin's Creed lieben und das nach außen tragen. Das hoffe ich, seht ihr bei mir auch. Ich hoffe, ihr seht es wirklich. Und wenn ja, dann lasst auf jeden Fall jetzt einen Drängerdaumen nach oben da. Denn für mich ist das ein neues Kapitel tatsächlich. Aber jetzt erzähle ich euch erstmal, was das für Vorteile hat. Also gerade für mich und auch für euch. Den größten Vorteil, den ich und vor allem auch ihr haben werdet, ist der direkte Kontakt zum Ubisoft Community Team. Das heißt also, all euer Feedback, was ihr unter meine Videos schreibt, das kann ich weiterleiten. Denn ich hatte und werde auch in der Zukunft Gespräche mit Entwicklern haben. Das heißt also, ich kann da meine Wünsche, meine Bedenken äußern und kann das Feedback, was ihr mir geben werdet, gleich mitgeben. Es ist nicht so, dass ich nur meine eigene Meinung äußere. Und ihr werdet wahrscheinlich auch vielleicht negatives Feedback haben in der Zukunft. Und wenn das passiert, dann ist auch gut so. Ja? Und dasselbe, was für euch gilt, gilt auch für mich. Ich kann negatives Feedback äußern. Das ist kein Problem. Nur weil ich jetzt in der Mantis Guild bin, heißt es nicht, okay, ich darf jetzt hier gar nichts sagen, weil ich arbeite da jetzt indirekt mit Ubisoft zusammen. Solange ich mein Feedback konstruktiv äußere, kann ich es auch sagen, dass das DLC, was rausgekommen ist, einfach leicht Müll gewesen ist. Je nachdem. Ich hoffe zwar nicht, dass es verbuggt sein wird, aber wir werden mal sehen. Das ist ein Vorteil. Das heißt also einfach, der Kontakt ist da. Das zweite ist, und was halt wirklich auch für mich sehr geil ist, ich kann Early Access bekommen. Das heißt, für gewisse Inhalte kann es sein, dass ich mal einen Early Access Zugang bekomme und vorher schon Videos aufnehmen kann. Oder, dass ich gewisse Informationen früher bekomme. Sei es jetzt zu zukünftigen Releases oder zukünftigen Spielen oder whatever. Ja, das kann ich alles bekommen. Oder halt vorab Gameplay kann ich sehen. Und das Geile ist halt, ich kann dadurch schon vorher meinen Content produzieren und den als erstes, in den meisten Fällen, als erstes raushauen. Und somit seid ihr an der richtigen Stelle. Und wenn ihr jetzt noch nicht abonniert habt und den Content nicht verpassen wollt, wenn er als erstes rauskommt, dann lasst jetzt gerne mal ein Abo da. Da würde ich mich sehr freuen drüber. Es gibt auch viele weitere Dinge, die sehr vorteilhaft sind in der Gruppe. Sei es jetzt, dass ich mal ab und zu Goodies bekomme, die ich dann an euch verlosen kann, dass ich an Events teilnehmen kann und euch dann mitnehmen kann, dass ich mit den anderen Mentoren, weil diese Gruppe ist weltweit vorhanden. Das heißt, ich kann mit jedem Mentor aus der ganzen gesamten Welt arbeiten, wenn ich möchte. Und da vielleicht eine Kooperation starten oder einfach auch den Austausch ja, mit anderen Assassin's Creed Mentoren führen. Was halt mega, mega, mega nice ist. Und außerdem auch ein Vorteil für mich, jetzt für euch nicht so wirklich, aber das motiviert mich auf jeden Fall noch mehr Energie da reinzustecken. Und zwar werde ich auf den Kanälen von Ubisoft hervorgehoben und wurde ich auch schon teilweise, was mich ja, sehr gefreut hat. Und dementsprechend allgemein nochmal vielen lieben Dank an Ubisoft, dass ihr mich für die Gruppe ausgewählt habt. Das wird auf jeden Fall ein Spaß in der Zukunft werden. Ich freue mich riesig. Ach so, und eine Sache habe ich vergessen, und zwar kann ich Interviews führen mit Entwicklern. Das heißt zum Beispiel mit dem Post-Launch-Producer José Araiza oder mit anderen Personen, je nachdem, ob sich das ergibt, wie sich das ergibt. Und dadurch kann ich euch natürlich auch schon so ein paar Informationen herausholen, die vielleicht sehr interessant sein könnten für euch. Und klar, neben den Goodies, die ich verlosen kann, zum Beispiel eine Figur oder ein Shirt oder ein Cap oder eine Maske oder so. Auch Codes. Ja. Codes natürlich klar. Also den großen Support, den ich da bekomme von Ubisoft, ist es wirklich eine Erleichterung. Einfach, ihr müsst euch mal überlegen, wenn ihr, sage ich mal, jedes Mal irgendwie ein Spiel kauft. Klar, es kostet halt eine Menge Geld. Ne? Das sind halt 60, 70 Euro. Vielleicht die Ultimate Edition 80, 90 Euro. Und wenn du das als Streamer, sag ich mal, mit 5, 6, 7, 8 Spielen im Jahr machst, dann hast du da auf jeden Fall schon mal Geld weg. Und das ist für mich eine Riesenerleichterung. Wirklich. Riesenerleichterung. Und das ist eigentlich alles, meine Freunde. Ja, guter Austausch, Support von Ubisoft
und ich kann meine Meinung äußern. Und das ist das Geilste und das Wichtigste natürlich, dass man seine Meinung äußern kann. Ich bekomme kein Geld dafür, das kann ich auch schon mal sagen. Das ist alles unbezahlt. Aber auf jeden Fall wirklich so einen Support zu haben und den Kontakt zu haben. Und vor allen Dingen, wirklich, ich kann es euch nicht erzählen, nach 20 Jahren, okay, 20 Jahre ist ein bisschen zu krass, aber nach 15 Jahren Gaming-Geschichte von mir, ja. Ich habe angefangen damals, wie gesagt, Splinter Cell, Assassin's Creed, Ghost Recon Advanced Warfighter zu zocken. Das war alles, glaube ich, rund um so um das Jahr 2007, glaube ich, 2007, 2008. Hatte Ubisoft noch ein ganz anderes Logo. Wirklich, einfach für mich eine große, große Ehre, hier mit dem Publisher jetzt zu arbeiten. Und, sage ich mal, nicht abhängig zu sein davon, was ich sage. Ne? Das ist halt noch viel geiler. Das ist halt wirklich ein Traum, Leute. Also, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich bin wirklich motiviert und das werdet ihr in den nächsten Videos hoffentlich auch sehen. Und man munkelt, dass da vielleicht auch etwas in den nächsten Videos für euch rausspringen könnte. Aber bleibt auf jeden Fall dran. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall einen Dränger-Daumen nach oben da. Wenn ihr eh nicht schon abonniert habt, dann jetzt abonnieren und die Glocke aktivieren. Ganz, ganz wichtig. Und dann freue ich mich, euch im morgigen Video zu sehen. Da gibt es eine Kleinigkeit für euch. Dementsprechend sehen wir uns morgen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Euer Pascal. Euer Mentor, könnte man fast sagen. Tschö mit Ö. Ciao mit V.